veröffentlicht nur negative Schlagzeilen. Aber immer mehr Menschen im Westen sind an der Wahrheit interessiert. Ein amerikanischer Politiker sagte vor 200 Jahren, niemand interessiert sich für etwas, bis er davon betroffen ist. Und er hatte vollkommen recht. Bis vor einem Jahr hat die Ukraine die meisten Menschen nicht interessiert. Sie war ihnen egal. Aber jetzt interessieren sich die Menschen dafür, weil es einen Krieg gibt, der sich noch ausweiten könnte. Plötzlich muss man sich die Beweise ansehen, weil man denkt, oh mein Gott, das könnte mich betreffen. Es könnte bald einen Atomkrieg geben. Und jetzt wollen immer mehr dieser Menschen die Wahrheit wissen. Sie wollen wissen, was vor sich geht. Denn sie beginnen zu verstehen, dass es nicht nur Russland betrifft, sondern dass es zu einem Verlust der Freiheit in der ganzen Welt führen wird. Und sie beginnen zu verstehen, dass Russland das einzige Land ist, das sich dagegen wehrt. Es geht um Leben und Tod für die Welt. Es geht um Gut und Böse. Wir kämpfen gegen eine äußerst böse Macht, gegen sehr schlechte Menschen. Denn was den Menschen im Donbass angetan wird, kann jedem Volk angetan werden, überall auf der Welt. Die Menschen wollen Gerechtigkeit. Sie wollen wissen, wer dafür verantwortlich ist. Sie sehen all die Ungereimtheiten in der Berichterstattung der großen Medien über die Ukraine. Sie sehen all die Lügen. Das Stadtzentrum von Donetsk, das hier ist der Zentralmarkt. Unabhängige Journalisten, die im Donbass arbeiten, wissen, warum Russland sich gezwungen sah, eine militärische Sonderoperation durchzuführen. Wenn Wladimir Putin im Februar nicht gehandelt hätte, wären wir heute nicht hier. Ich wäre schon tot. Und die Hälfte der Menschen in dieser Stadt wäre tot. Genauso wie die Mehrheit der Bevölkerung des Donbass. Hätte er noch 8 oder 10 Tage gewartet, wäre die Ukraine schon hier und hätte das alles schon getan. Sie wollten ein kroatisches Szenario, einen Blitzkrieg mit anschließendem Massenmord. Ich habe das bereits gesehen. Das ist alles nichts Neues für mich. Ich habe die Scharfschützen gesehen, die Maschinengewehre und die Panzer. Ich will das nicht noch einmal erleben. Niemand sollte das noch einmal durchmachen müssen. Und was die Leute in den Städten und Dörfern an der Front angeht, sie sind den Russen dankbar dafür, dass sie das gestoppt haben. Der Konflikt in der Ukraine wird entscheiden, in welche Richtung sich die Welt entwickeln wird. Wenn Russland gewinnt, wird das unmenschliche System der Globalisten zusammenbrechen. Und wenn der Westen gewinnt, erwartet die Welt ein noch nie dagewesenes Ausmaß an Diktatur und totaler Kontrolle. Die EU ist ein faschistisches Konstrukt, in dem alle Länder dieselbe Ideologie teilen. Daran hat sich nichts verändert. Wir träumen schon seit 8 Jahren von einem Tribunal. Russland sollte eine eigene internationale Justizbehörde schaffen. Die SOZ, BRICS, ein verbündeter Staat oder die GUS können die Basis dafür sein, was auch immer. Die gegenwärtigen Justizmechanismen des Westens, von den UN bis zu anderen internationalen Organisationen, sind nicht mehr objektiv. Sie haben den Völkermord im Donbass 8 Jahre lang verschwiegen und vertuscht. Wir haben dem Menschenrechtsrat unzählige Anträge und Klagen übermittelt. Dem Internationalen Strafgerichtshof sind zahlreiche Videos zugesandt worden, die die Tragödien in den Dörfern zeigen, die unter Beschuss geraten sind. Keine Reaktion, verstehen Sie? Der Westen ignoriert den Genozid an der Bevölkerung des Donbass und die Ermordung russischer Kriegsgefangener, weil er selbst dafür verantwortlich ist. Und auch die Ukraine wurde viele Jahre lang auf ihren eigenen Suizid vorbereitet.
Darauf zu hoffen, dass internationale Organisationen, die von den USA kontrolliert werden, für Gerechtigkeit sorgen, ist so, als würde man Hitler dazu auffordern, die Ordnung in den Konzentrationslagern wiederherzustellen, in denen die Nazis auf seinen Befehl hin Millionen von Menschen ermordet haben. Ich hoffe, dass diese Kriegsverbrecher sich vor einem Tribunal verantworten werden müssen. Es kann nicht sein, dass der Mord an der russischen Bevölkerung ungesühnt bleibt. Menschen haben für Gott den höchsten Wert. Und wenn Menschen für Gott den höchsten Wert haben, dann sollten auch wir ihnen diesen Wert beimessen. Die Menschen sind das Wichtigste. Und die Kinder sind die wichtigsten Menschen, ebenso wie die Menschen, die sich nicht wehren können. Deshalb tue ich, was ich tue. Deshalb bin ich hier.